für eine Kreatur, was für ein Monstrum, das Kaya und ich da getötet haben. Ein Stalker. Ein eine monströse Bestie, monströs groß und monströs gefährlich. Wie gut, dass ich zum einen Kaya an meiner Seite habe, die magisch begabte Berserkerin, und zum anderen, dass ich mit meinen Psy-Kräften, die mittlerweile echt auf einem hohen Level sind, mir auch wahnsinnig auch den Eindruck habe, dass ich mittlerweile sehr, sehr kampfstark geworden bin und gar nicht mehr genau zielen muss, einfach kleinen Sicherheitsabstand halten, schwarzes Loch rüber hexen. Auch irgendwie ein magisches Wunderwerk der Technik, oder? Ist das nicht die moderne Form der Magie? Technik? Zumindest so eingesetzt? Auf der Oberfläche einer belebten, bewohnten Welt ein klitzekleines schwarzes Loch in Mikrogröße erzeugen zu können, um auf die Jagd zu gehen? Das ist Magie. Wohin führt der Weg da? Wir haben gar kein Ziel. Also wir haben natürlich viele Ziele. Wir wollen die Alps vernichten oder vertreiben aus der Welt hier und wollen diverse Rätsel lösen, aber wir suchen erstmal hier, damit sich der Weg hierhin gelohnt hat, noch einen weiteren Teleportationspunkt. Hier muss irgendwo einer sein, damit wir jederzeit hierhin zurückfinden können, ohne uns hier nochmal durchzukämpfen. Das ist eine Straße, die aufwärts führt. Wohin? Im Dunkel des Himmels, kaum zu erkennen, dort oben, im Westen. Westen ist da, genau. Da oben. Da muss irgendwas sein. Ich laufe mal hier die Straße rauf. Das ist doch die richtige Straße, oder? Die führt erstmal ein kleines Stück Richtung Süden. Und dann geht's hier hoch. Hier muss ein Weg kommen. Oh. Noch weitere Kreaturen da oben? Aber welche? Wo? Ich kann keine sehen. Ich brauche freies Schussfeld. Ach, Beißer. Kaya, wie ist es? Machst du auch mal mit? Diesmal nicht. Da links muss noch eine andere Bestie sein. Das ist ein Kritter. Leute, die komische... Was ist das? Ist das hier Wind? Ist das Gift? Da unten? Kann das sein? Das ist eine Giftzone, wenn man hier reinkommen möchte. Die Kritter können da existieren, wir aber nicht. Das muss Gift sein oder Strahlung hier in diesem Fluss. Also weiter traue ich mich nicht. Strahlung ist es nicht, das wird wie ein Geigerzähler sich anhören. Es scheint aber irgendeine Form von eines Gifts zu sein. Hier in dem Container? Können wir hier was plündern? Muss auch noch eine Bestie sein. Das war auf jeden Fall... Den Weg hier habe ich verpasst. Es geht hier auf jeden Fall hier hoch, ne? Also jetzt einfach Richtung Westen einmal rauf. Und da gucken wir, was da oben ist. Hier kommen wir hoch. Oh, gruselig. Hier ist wirklich alles gruselig. Nicht sehen, ich habe gerade auf die falsche Taste gedrückt.
Hier führt die Straße hoch, aha. Was ist das? Metallschrott? Ja. Kleiner Elex-Truck, cool. Irgendein Feind da oben? Ich kann keinen sehen. Aber er uns anscheinend auch nicht. Ich renne mal mit Absicht so einen kleinen Bogen hier drumherum. Damit wir erstmal eine Ebene höher kommen. Oh. Das ist ein dickes Monster. Da hole ich mir erstmal noch einen Energietrank. So, jetzt. Kaya, du schaffst den Rest doch, oder? Prima. Hier sind überall diese Bestien, oder? Hier. Ich kann das von hier besser erkennen. Eine technische Anlage. Industriebetrieb, Forschungsstation aus der untergegangenen Welt. Ich weiß es nicht. Laufen wir sie vielleicht einfach einmal komplett ab. Ich wette, da ist irgendwo so ein Teleporter. Noch mehr von den Kreaturen. Vorsicht! Ich bin da! Kaya, noch einmal zuschlagen? Ist nicht nötig, okay. Reiche Beute. Und was ist hier drin? Ein beeindruckender Zeuge der alten Welt. In der Tat. Das Gebäude scheint einst eine wichtige Funktion besessen zu haben. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Das ist ja total spannend. Nicht nur Falk, sondern auch Kaya plappert die ganze Zeit munter vor sich hin. Das kennen wir ja schon von Falk. Bevor wir uns das hier aber gemütlich in aller Ruhe anschauen, da vorne muss noch irgendwas sein, was uns Angst machen könnte. Jetzt wieder weg aus dem Blickfeld. Da war doch gerade ein roter Punkt. Da ist der Teleporter, schaut mal. Den aktivieren, dann können wir jederzeit zurückkommen. Und die Welt uns nochmal in Ruhe hier anschauen. Alter Ventilator. Sind die roten Punkte wieder weg? Die waren doch gerade direkt vor unserer Nase. Was ist denn das? Wieso können denn Feinde auftauchen und wieder verschwinden? Oder bewegen die sich so schnell? Ich kann nicht sehen. Hier? Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, das stimmt. Das soll irgendwas sein? Was ist das denn jetzt direkt vor unserer Nase? Oder sind das winzig kleine... Nein, es sind plötzlich ganz viele hier zu sehen. Das ist aber echt gruselig. Schaut mal, die ganze Minimap plötzlich voll. Direkt unter unseren Füßen? Vielleicht in der Kanalisation, aber dann müsste doch ein Pfeil nach unten zeigen. Das ist ja total geheimnisvoll. Ist ja direkt da drunter vielleicht noch eine zweite Ebene? Wir werden jetzt erstmal da vorne das hier durchstöbern. Es werde Licht. Es wird Licht. Was da drin steht, hätte ich gern gewusst.
Nein. Notiz an mich selbst, nicht vergessen, morgen zum Geburtstag zu gratulieren. Ja, das war sehr aufregend. Da steht, ach, das haben wir auch noch nie geguckt, was auf Rays Steckbriefen drauf schaut. Ray, Läufer der Outlaws von Tavar, 1000 Splitter Belohnung. Ablieferung um Mitternacht am Haupteingang zum Fort. Ich werde doch täglich mit der Belohnung warten, bis mir jemand dieses Schwein ausliefert, tot oder lebendig, Big W. So, jetzt bleiben wir aber erstmal hier. Kleiner Haltrank, gerne. Sehr gerne. Und hier hinten? Tresor. Ja. Ich hab noch keine Tresor-Fähigkeiten, oder? Ja, was nützt mir das? Ich bin nicht gut genug. Das müsste ich lernen. Sehr seltsam hier. Und auch ein Stück gruselig, oder? Ich finde schon. Also wir wissen, dass wir jederzeit wieder zurückkommen. Wir wissen, hier sind Monster. Wir haben keine Quest, das hier zu durchsuchen. Und Kaya, wenn es dir recht ist, dann kehren wir hier irgendwann wieder zurück. Oder Falk und ich. Aber vielleicht nehme ich dich ja auch mit. Jetzt holen wir uns erstmal die Belohnung ab für die Mission der Setzling im Wald. Wir haben nämlich den Toten entdeckt, den Angrim uns geheißen hatte zu suchen. Angrim, erinnert euch, das ist dieses besondere Scheusal in der Berserker-Stadt gewesen. Der ist... also hier in der Nähe irgendwo. Da ist er auf jeden Fall. Kaya ist bei mir. Danke, Kaya. Ich suche mir mal die Mission raus. Oder ist sie immer noch aktiviert? Ne, die wird als gelöst woanders stehen. Hier, ich habe eine Leiche in der Wildnis gefunden. Die Berserker sollten davon erfahren. Ah, die Quest wurde umgeschrieben quasi. Das ist was anderes? Das auch? Das ist die alte Angrim-Quest. Angrim. Genau, da ist er. Das geht schneller. Und wir können ja nochmal einen... Mittlerweile sind die Pflanzen ja teilweise nachgewachsen. Das ist ja komisch. Wir sind ja in Edan. Und es regnet nicht. Besseres Wetter als... Da, wo wir eben waren, sehr ungewöhnlich, ob die Berserker auf ihre alten Tage noch... Guck mal, das Ungeziefer, das herumläuft. Eklig. Ob die Berserker auf ihre alten Tage tatsächlich noch so eine Art Wetterzauber gefunden haben. Neue Pfeile, die wir ernten können? Nein. Wäre auch zu schön. In dem Haus hier... ist Angrim. Guten Tag. Er ist Werte Licht. Und er sitzt auf seinem Thron, einer der Warlords, der Berserker. Ogre ist tot. Wer ist dafür verantwortlich? Eine Truppe Alps hat ihn ins Visier genommen. Diese verfluchten Bastarde. Dringen in unser Land ein und beanspruchen es für sich. Aber sie werden alle mit Blut bezahlen. Gute Idee. Ich hoffe, du hast sie zur Strecke gebracht. Ja. Von ihnen lebt keiner mehr. Gut gemacht. Auch wenn ich befürchte, dass sie uns weiterhin Ärger machen werden. Hier, deine Tat soll nicht unbelohnt bleiben. 100 Splitter. Na, der ist ja echt ja Meister großzügig. Also, das ist ja wirklich... In Lebensgefahr haben wir beide uns begeben, Kaya und ich. Er hat noch kein Wort an Kaya gewechselt. Was für ein unhöflicher Mensch. Ich habe jetzt plötzlich keine wandelnde Maschine mehr neben mir, sondern eine Berserker-Magierin und er scheint sie gar nicht zu registrieren. Sehr unhöflich. Wir könnten auch noch wegen anderen Dingen mal mit ihm ein Schwätzchen halten. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Alte Mission. Und wenn er sich in Xarkor verkrochen hätte... Mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht eine Marionette.
Ich habe dich schon einmal gewarnt, mich nicht zu enttäuschen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Das ist die Mission, wo wir den Kleriker anscheinend, der in der Klerikerstadt immer an dieser Wegscheide, an dieser Weggabelung sitzt, der also auch schon mal angesprochen hat, den sollen wir anscheinend um die Ecke bringen. Das ist eine Mission, die wir nicht erfüllen werden. Ist natürlich klar, wir sind ja selber Kleriker. Und außerdem für den Widerling hier sowas zu erfüllen. Ich habe ihn auch nur auch deshalb auf Stormson angesprochen, weil ich dachte, vielleicht haben wir mit etwas Glück, kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte oder zumindest müssen ja begonnene Missionen auch irgendwie zu Ende gebracht werden. Stormson, erinnert ihr euch, das ist der Typ, der ausgebüxt war von hier, der in die Wildnis verschleppt worden war von Angrims Schergen. Dann hatten wir ihn gefunden. Angrims Schergen waren tot, die Alps schienen ihn entführt zu haben oder die Kleriker und dann haben wir ihn entdeckt in der Klerikerstadt und er schien sich da relativ wohl zu fühlen. Schuftete da zwar, aber war nicht unglücklich. Ich würde gerne noch eine andere Sache, eine uralte Quest zu Ende bringen. Und zwar gefährliche Überreste. Hier. Wir hatten ja 5 Waffen der Kleriker eingesammelt, ganz, ganz früh in, was weiß ich, Folge 3, Folge 4, super früh. Und haben denn die dann, die sollten wir dann am Schlund abgeben. Hat uns Raikia oder Rika beauftragt. Ich glaube, das war die Lebensgefährtin von Ragnar, dem Chef der Berserker hier. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, so coole, tolle Waffen will ich nicht abgeben. Vielleicht nutze ich die ja selber oder vielleicht nimmt mir die jemand in einer anderen Quest ab, aber mittlerweile können wir das machen. Wir haben uns ja als, wir sind zwar Kleriker, haben uns aber ganz anders geskillt. Also das können wir machen. Das heißt, wir sammeln die jetzt am Schlund ab, da werden die vernichtet, da machen die Mana draus, wir bekommen Erfahrungspunkte. Jora, da geht es also hin. Okay, machen wir. Der war mir eigentlich so unsympathisch. Also dieser Teil, wenn es ja mal nicht regnet, es ist hier hübsch. Da kann man echt nicht schimpfen hier. Ach, das ist hier der Schlund. Und hier wollen wir doch regelmäßig einmal kurz rauflaufen, um zu gucken, ob wir mittlerweile ein bisschen Elex oder Elixit wieder klauen können. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Das machen wir alleine. Ich möchte nicht, dass sie mit dabei ist. Wenn wir stehlen, dann kriegt die nur eine schlechte Meinung von uns. Ich weiß, dann sollte sie gar nicht unsere Begleiterin sein, weil wenn eines die Lieblingsbeschäftigung von Jax ist, super, dann ist es Mausen. Ja, da liegt doch was. Nichts Neues mehr da? Nein. Dann können wir auch wieder abhauen. Ich habe nichts getan. Mein Name ist Hase, Jax Hase. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Reicht mir jemand den Unschuldsbottich? Also, das hat's okay. Das war jetzt ein bisschen sehr... Mitkommen. Großer Aufwand, kleiner Ertrag. Immerhin ein winzig, winzig kleines Elex-Splitterchen haben wir dabei bekommen bei der ganzen Aktion. Aber wer weiß, vielleicht hätten... da oben hätten ja auch Schätze liegen können, noch und nöcher. Weiß man das vorher? Ich halte es damit Dagobert Duck. Wer den Kreuzer nicht ehrt, der ist des Talers nicht wert. Also wenn die Sonne scheint, ist das echt ein hübscher Platz zum Leben hier. Das sage ich auch ganz offen. Eindeutig hübscher als unsere Klerikerheimat, die neue. Habe ich keine Scheu, das offen zuzugeben.
gebe mal ein bisschen Gas. So, und da links soll er sein. Genau. Dieser Unsympath. Hatte ich dir nicht einen Auftrag erteilt? Ja, es lief nicht ganz wie geplant. Jemand anderes hat die Maschinenteile dringender benötigt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich benötige sie. Corin ebenfalls, und essen wird er sie nicht. Nun gut. Dennoch bin ich unzufrieden. Er hatte seine Chance. Und es war dein Auftrag. Aber sei es, wie es will, ich habe zu tun. Also da kann ich mich, muss ich gestehen, gar nicht mehr genau dran erinnern. Das liegt schon Ewigkeiten zurück. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, schon gut. Hier, dein Lohn. 100 Splitter, über 200 Erfahrungspunkte. Ornia verraten. Der hatte diesen Deal mit den Outlaws, aber das ist mir... Okay, ich krieg da was für, er wird aber vielleicht getötet. Ach, was soll's, ich habe keine Lust, mich in solche Scherereien einzumischen. Und der Typ hier ist so unsympathisch. Nein, danke. Ich verzichte darauf, diese Quest zu beenden. Weil der Questgeber mir zu unsympathisch ist. Das ist doch mal was, oder? Hättet ihr das auch gemacht? Eine Quest nicht abschließen, auf eine Belohnung verzichten, ob nun Splitter oder Gold, wie man das nennen möchte, und Erfahrungspunkte einfach nur verzichten, weil man dem Questgeber in die Augen guckt und sagt, nee, kein Bock. Kein Bock, ich will nicht, dass du dich über mich freuen kannst. Hättet ihr das auch gemacht? Spielt ihr selbst Rollenspiele manchmal auch so? Oder guckt ihr nur nach dem Erfolg?